Ja, moin moin. Nee, so. Moin moin, liebe Reisende und herzlich willkommen in Wellington. Ja, wir sind ja doch etwas außerhalb hier. Ich dachte, das wäre ziemlich zentral. Jetzt werden hier wohl kostenlose Shuttlebusse ins Zentrum angeboten. Jetzt warten wir noch auf die Familie Hasenfuß und dann geht's los. Auf geht's. Wir sind jetzt hier am zweiten Stop ausgestiegen und wollen jetzt in das Te Papa Museum. Wie ist das auch so? Te Papa, das neuseeländische Nationalmuseum. Gibt es denn sowas? So ein kostenloses Museum. Voll cool. Die Kinder haben Spaß. Und es ist total leer. Obwohl ein Feiertag ist. Zeig mal, wie du das kannst. Und dazu musst du das Vajana-Lied singen. Internet in dem Museum ist auch der Hammer. Also ich habe schon 3 Videos innerhalb 10 Minuten hochgeladen, die ich dann alle so in 3-4 Tagen Abstand hochprogrammiere. Das Museum ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Viele Ecken, wo man leider nicht filmen durfte. Aber die Kinder hatten alle ihren Spaß und die Erwachsenen auch. Und jetzt gehen wir mal schön was essen hier. Mega Erfindung, hier so ein Burger Tropfschutz, damit er nicht auseinanderfällt. So, wir wollen jetzt nach Silenia. Das ist so ein schöner Park und hier gibt es einen kostenlosen Shuttle-Service auch von der Stadt. Irgendwie alle 20 Minuten. Wir warten jetzt einfach mal und hoffen, dass der hier kommt. Den muss hier bekommen. Ja, vielen Dank. Silenia. Wir sind Silenia und gucken einfach mal, was uns hier erwartet. Ne? Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir hier den Eintritt zahlen und da die Tour machen von 2 Stunden oder ob wir doch woanders hin wollen. Eine Schnecke? Ich komm. Ja, ob das für die Kinder so gut ist, jetzt nochmal 2 Stunden da durch so einen Park zu laufen. Die sind natürlich schon müde. Oh. Kannst du mich hochheben? Ja. Okay, wir haben uns jetzt doch gegen den Park entschieden, weil das einfach von der Zeit nicht mehr hinhaut und so. Wir sind jetzt oben auf dem Berg bei der Cable Car. Und hier ist irgendwie der Botanische Garten und wir haben hier einen wunderschönen Blick über Wellington. Schick. Wunderschön. War das der Red Bus? Ja? Der Red Bus. Nicht filmen bitte, ja? Okay, der ist auch schon wieder müde, ne? Deshalb haben wir uns jetzt nicht entschieden, in den
großen Park zu gehen, weil das wäre auf jeden Fall 2 Stunden Wandern, auch wenn ich ihn sehr gerne gesehen hätte. Jetzt sind wir hier nochmal an der Cable Car. Und ich hoffe, dass Greta jetzt einfach nochmal ein bisschen schläft und dann nochmal ein bisschen Kraft hat, ne? Ich bin ja überrascht, wie sauber alles immer in Neuseeland ist. Also, tolle Spielplätze, die haben sogar Toiletten hier mitten im Park, damit hier nicht die Leute alle hinpischen und so. Also echt super. Da kann Deutschland sich auf jeden Fall mal eine ganz, ganz dicke Scheibe von abschneiden. Halt dich richtig gut fest, Greta, ne? Okay, schön festhalten. Ist gut? Nochmal. Ja komm, jetzt sind die anderen Kinder da. Gleich muss ich wieder anstellen. Lass los. Halt dich gut fest, Mann. Aber nicht so doll. Lehn dich nach hinten, Marie! Ja! Das geht gar nicht. Ja, ist doch mal kein WLAN-Problem mehr, du. Andrew. Mary, was machst du da? Noch mal. Ja, los, rutschen. Noch zwei. Einmal noch. Noch zwei. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe heute nicht viel gesagt, aber irgendwie, ja, waren wir die ganze Zeit beschäftigt. Und ja, wir waren den ganzen Tag unterwegs. Haben mit den Kindern gespielt. Wellington ist auf jeden Fall eine richtig schöne Stadt. So eine Kleinstadt mit Großstadtcharakter oder umgekehrt. Ist ja die Hauptstadt. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wie viele Einwohner die haben. Auf jeden Fall sehr coole, gemütliche Stadt. Alle wirken entspannt, eigentlich sehr sauber. Und wir hatten sehr viel Spaß. Und ja, die Kinder sind fertig oder überdreht. Wie man es will, wie man es nimmt. Ja, das ist jetzt auch schon 18 Uhr und wir gehen jetzt nochmal die Cooper Street runter. Da fährt irgendwo der Shuttlebus. Eine Pumpe, was es noch ein schönes an Weihnachtsessen auf dem Schiff gibt. Ja, also und morgen sind wir in Picton. Ich bin schön leerer Bus hier, wa? Und Marie, wie fandest du Wellington? Gott! Und du, Greta, wie fandest du Wellington? Gut! Und du, wie fandest du Wellington? Super! War schön, wirklich sehr, sehr schön. Die Stadt ist toll. Man müsste ein bisschen mehr Tage hier haben, um sich das alles anzugucken. Das schafft man gar nicht alles an einem Tag. Schreit nach Auswandern. Ein neues Leben auf der anderen
Seite der Welt. Schreibt's mal in die Kommentare, ob ihr auch so eine Serie Bock drauf habt. Die Auswanderer.